Hi Leute, heute geht es um ein Thema, das mir immer wieder begegnet ist und vielleicht kennst du es auch. Häufig ist es so, wenn ich mit Menschen spreche und es dann ernst wird und man auch eine Entscheidung treffen möchte, so was für einen Weg möchte man in Zukunft einschlagen, sei es jetzt beim Erstgespräch, aber sei es egal in welcher Situation, dass ich dann oft merke, viele haben Schiss davor, was sich dann verändert, was dann kommt und vor allem, dass dann auch Arbeit, innere Arbeit bei einem selber gefragt ist. Und oft, wenn man mal genauer guckt, dann ist da gar nicht so was Greifbares oft dahinter. Also man merkt, eigentlich macht es Sinn. Man spricht über jeden Aspekt auch. Und vielleicht kennst du das eben auch bei dir selber. Du merkst genau, okay, eine Entscheidung macht eigentlich Sinn. Und ich möchte die eigentlich auch treffen. Aber irgendwie ist da irgendwas, wo mich zurückhält. Und da ist es super wichtig, dass du ehrlich zu dir selber bist. Was hält dich davon ab, das Leben so zu leben, wie du es wirklich leben willst? So, was hält dich davon ab, die Dinge anzugehen? Oft sind es nämlich Blockaden, die man hat, Ängste, die dahinter stecken. Und wenn es dann ernst wird und man gewisse Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel, wenn es bei uns in die Zusammenarbeit geht, so, dann heißt es halt auch, okay, es steht Veränderung an. Das Leben wird sich komplett verändern und komplett wandeln. So. Zum Positiven natürlich, aber natürlich ist damit auch verbunden, dass man mal über seinen Schatten springen muss. Und eine kleine Geschichte vielleicht. Für mich war es nämlich so, ich war, als ich studiert habe, ursprünglich hatte ich mal Bauingenieurwesen studiert, habe auch eine Zeit lang im Ingenieurbüro gearbeitet, bevor ich dann hier gewechselt bin und gemerkt habe, was es eigentlich noch viel mehr gibt. Und angefangen habe, hier mein Wissen auf YouTube zu teilen. Und als ich da während dem Studium im Ingenieurbüro gearbeitet habe, war ich im Skatepark. So, ich bin immer Inliner gefahren. Als Kind dachte ich mir mal, ich werde mal Inliner-Profi. So, dann verdiene ich mein Geld mal damit, womit mir Spaß macht. So, und später war ich dann eben im Skatepark und dann habe ich da zwei so Kerle getroffen und die haben dann so erzählt, ja, sie geben immer Inliner-Kurse an Schulen. So, und dann habe ich so gemerkt, okay, eigentlich genau das, wo ich mir immer gedacht habe, so Inliner fahren, draußen sein, auch noch mit Kindern zusammenarbeiten und dann bekommt man auch noch Geld dafür. So. Und ich war damals super schüchtern. So, ich habe mich gar nicht getraut, irgendwie vor Leuten zu stehen. Ich habe mich nicht getraut, jemanden nach der Uhrzeit zu fragen, wenn ich irgendwo an der Bushaltestelle war und vielleicht eine Stunde hätte warten müssen. So, habe ich schon überlegt, oh, wen spreche ich jetzt an, und innerlich total Pumpe gegangen. So. Und dann habe ich gemerkt, als sie mich so gefragt haben, ey, hast du nicht auch Bock, da mitzumachen, Kurse zu geben? Und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich ist es eben genau das, was ich machen will. Inliner fahren, damit noch Geld verdienen, mit Kindern zusammenarbeiten. Aber wenn ich es nicht machen würde, ist es einfach nur meine Angst, die mich davon abhalten würde. Meine Angst, dass ich dann irgendwie vor 20, 30 Kindern und 20, 30 Eltern dahinter vor 50 Leuten irgendwie stehe und dann macht man sich irgendwie zum Affen und fällt hin und alle lachen. Und das ist auch so bei den Kursen. Aber was ist so schlimm daran? So, und ich habe gemerkt, okay, wenn ich das jetzt nicht machen würde, ist es alleine nur meine Angst, die mich davon abhalten würde. Natürlich ist es ein Schritt aus der Komfortzone. Und das muss man sich auch überlegen. So, auch wenn du ins Erstgespräch bei uns kommst, natürlich ist es vielleicht ein Schritt, dann die Entscheidung zu treffen, okay, wir ziehen das jetzt durch, wir gehen den Weg gemeinsam. Und das ist eben der Punkt, wo viele dann zögern, viele dann stehen bleiben und sich nicht weiterentwickeln. So, ich habe für mich dann irgendwann an dem Punkt gemerkt, okay, ich möchte nicht mein Leben bestimmt von Ängsten und immer nur ausweichen aus Situationen und bin dann den Schritt gegangen, immer näher auf die Ängste zu. So. Und so hat sich's auch entwickelt. So, ich habe dann einfach gesagt, okay, ich mach's. So ins kalte Wasser gesprungen, aber ich wusste, es ist genau das Richtige. Natürlich sind da irgendwie Ängste und jetzt kommt Veränderung und jetzt muss ich aus meiner Komfortzone. Aber genau das war der nötige Schritt, der mich weitergebracht hat. Und deswegen sitze ich auch hier und mache jetzt das Video und du kannst dir das jetzt anschauen. Sonst würde ich hier nicht sitzen.
dann würde ich irgendwo vielleicht im Ingenieurbüro hocken und meine ruhige Kugel schieben und nicht aus meiner, immer noch von meinen Ängsten bestimmt werden. Und das ist der Punkt, wo du selber wirklich mal reflektieren musst. Zögerst du wirklich nur, weil jetzt es ans Eingemachte geht, weil du aus deiner Komfortzone raus musst? Oder sind es wirklich berechtigte Gründe? Oft sagt man ja, oh, der Zeitpunkt passt jetzt nicht, vielleicht ist doch wann anders besser. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so, ich habe viele, mit denen habe ich auch länger geschrieben, und die hatten schon überlegt, ah, soll ich mir mal ein Erstgespräch buchen, soll ich mit in die Zusammenarbeit kommen? Aber jetzt ist vielleicht noch ein bisschen Stress auf der Arbeit. Gerade ist viel zu machen, dann muss ich das noch fertig bekommen und dann steht noch Hochzeit an oder sonst was. So, dann ein halbes Jahr später, verheiratet, kommt vielleicht das nächste Thema. So, dann ist der Schwiegervater krank. So, es wird niemals den perfekten Zeitpunkt geben. So, es kommt nicht, gerade heutzutage. Wenn das eine weg ist, dann kommt das nächste. Es ist wichtig, dass du dir die Zeit nimmst für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, dass du dich auch in einen anderen Zustand bringst, dass du auch mal aus deiner Komfortzone rausgehst. Dann findet der Entwicklung statt, aber dadurch kommt auch die Freiheit. Das Paradoxe im Leben, wenn man den einfachen Weg geht, immer weniger macht, körperlich zum Beispiel auch, immer weniger macht, Muskeln bauen immer mehr ab. Man ist immer weniger in der Lage, alles wird anstrengend. Du willst irgendwo nur die Straße und einen kleinen Berg hochlaufen, alles wird anstrengend. Aber umso mehr Arbeit du am Anfang reinsteckst, umso leichter wird das Leben. Umso mehr schwere Entscheidungen du triffst, umso leichter wird's Leben. Umso mehr leichte Entscheidungen du triffst, umso schwerer und umso mühseliger und umso anstrengender wird das Leben auf lange Sicht. Und da wirklich zu gucken, okay, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich hatte auch mal jemanden, ganz, ganz witzige Geschichte, in einem Gespräch, im Erstgespräch, und haben auch drüber gesprochen und wir hatten schon alles fix und wollten dann starten und hat mich schon gefreut, so cool, jemand, wo wir da wirklich ein neues Leben beginnen. Ein neuer Lebensabschnitt, wo in eine ganz andere Richtung geht. Und dann ist kurz vorm Ende so ein Computer abgestürzt. Ja. Und dann hat man nochmal geschrieben und dann hat derjenige gemeint so, ja, vielleicht ist es ja ein Zeichen. Vielleicht soll ich es doch nicht machen. Aber du kannst die Zeichen deuten, wie du willst. So, je nachdem, auf was du deinen Fokus ausrichtest, bekommst du die Zeichen, die du dir vorstellst. Und da wirklich zu reflektieren, sucht man jetzt nur nach Ausreden, drückt man sich nur davor, aus der Komfortzone rauszugehen, weil jetzt Veränderung kommt und schaut, ja, jede Kleinigkeit deutet man da dahinter, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist. Du kannst es nämlich genauso umdrehen. Und es kann genauso umgedreht sein. Vielleicht will dich auch das Universum testen und will wissen, okay, meinst du es wirklich ernst? Willst du wirklich frei sein? Willst du wirklich den Weg gehen? Willst du unabhängig sein? Willst du dich wieder besser fühlen? Willst du auch die Arbeit reinstecken? Das ist nämlich die Frage. Und das solltest du dich wirklich fragen, okay, willst du dich dazu entscheiden, wirklich den nächsten Schritt zu gehen? Dich in eine andere Richtung zu entwickeln? Die Eigenverantwortung auch wieder zu übernehmen? Wirklich zu merken, okay, was ist möglich, wenn man Eigenverantwortung übernimmt? Weil wenn du die Verantwortung auf die Umstände, auf andere Leute, auf andere Personen abgibst, dann gibst du denen auch die Macht. So, weil du kannst ja dann nichts ändern. Die anderen sind ja schuld, die Umstände sind ja schuld. Aber es gibt eben Menschen, die haben ihren Kopf gedreht und fokussieren sich nicht auf das, was nicht möglich ist, auf das, was man gar nicht verändern kann, sondern zu gucken, okay, was können einen gewisse Umstände für Chancen bieten? Und so kannst du aus den ausweglosesten Situationen oder komischsten, absurdesten Situationen, kannst du beste Möglichkeiten rausziehen. Bestes Beispiel ist die Situation heutzutage mit Corona. So. Haben vielleicht nicht viele kommen sehen und jeder war mal gezwungen, runterzufahren, wirklich mal still zu werden, konnte nichts machen, kann sich nicht ablenken,
So, für mich war es eine super Zeit. Natürlich ist es alles nicht toll, was war so an Maßnahmen und man war sehr eingeschränkt, in Anführungszeichen. Aber gleichzeitig war man mal auf sich selbst zurückgeworfen, konnte mal gucken, mal reflektieren, in was für ein Zustand ist man wirklich. Und konnte es dann nicht mehr auf die anderen schieben, weil man war ja jetzt viel mehr für sich. So, vorher konnte man immer gut abschieben, ja, ich fühle mich nicht so gut, weil jemand anderes ist. So, wenn du jetzt alleine bist, jetzt alleine Zeit für dich hast und du fühlst dich nicht gut, dann wirklich zu gucken, okay, jetzt könnte ich was verändern und da die Verantwortung übernehmen. Und das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für jeden Menschen auf der Welt. Und wenn du das wirklich in Angriff nehmen möchtest, wenn du wirklich die Schritte gehen möchtest, dass du dich wieder besser fühlst, dass du wieder mehr Lebensfreude entwickelst, dass du mehr Energie hast, gesund bist, dauerhaft, dann melde dich mal gerne bei uns, trag dich sehr gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Dann können wir wirklich schauen, wo du jetzt stehst, wo du hin möchtest, was da vielleicht eben diese Herausforderungen wirklich in deinem Fall sind. Und dann entwickeln wir auch schon in dem Gespräch einen Plan, wie die Schritte für dich ausschauen können und schauen, ob wir dir wirklich dabei helfen können in deiner Situation. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, mit dir zu sprechen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Schön, dass du bis zum Ende geschaut hast. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gern einen Daumen nach oben. Wir teilen unser ganzes Wissen hier völlig umsonst und geben unseren besten Content hier raus. Und deswegen unterstütze uns hier gerne. Wie gesagt, teile das Video, kommentiere, zeig es deinen Freunden. Und wenn du noch mehr sehen möchtest, dann schau mal gerne hier. Da findest du das neueste Video. Und hier drüben findest du einen Vorschlag, der dir wahrscheinlich sehr gut gefällt. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.